Timer startet die jetzt und dann läuft hier die Scheiße. Nach 1000 Versuchen. Nach einer gefühlten. Warte. Habt ihr geschrieben? Vor fast einer halben Stunde, dass ich bereit bin. Jo. Bis jetzt haben wir dann rumgefummelt, aber jetzt funktioniert's. Nicht wir, du. Ich habe einfach nur hier gesessen und gewartet. Hast du schön gemacht. Ich weiß. Ich bin halt ein geduldiger Mensch. Sehr erfreulich, das zu hören. Ja, ich muss ja geduldig sein, sonst könnte ich es nicht mit dir aushalten. Ja, ja. Ja, ja. So ist das. Bist du überhaupt? In meinem Raum. Ach so? Ich hab dein Namensschild nirgendwo gesehen. Du kamst mir die Treppe runter entgegen. Echt? Hab dich gar nicht gesehen. Du bist an mir vorbeigelaufen. Ich hab dich eiskalt ignoriert. Komm, ich mach ihn die Türe auf. Ja, brav. Ich hab nur Scheiße dabei. Ach, ich hab die Minecraft-Folgen nicht geguckt, die du dann aufgenommen hast. Die. Was hast du denn alles erreicht? Wann? Wann denn? Oh. Was denn? Ja, du hast ja jetzt die letzten Folgen alleine aufgenommen. Ich habe 2 Folgen aufgenommen gehabt. Gesundheit. Danke. 2 Folgen hatte ich. Ja. Das Häuschen ist ja fast fertig hier. Ein Häuschen? Das Baumhäuschen. Achso, ja, ich. Ja, schon mal. Ja. Wie schwer hier. So. Ich muss das wieder ein bisschen umändern. Ich hatte alle Seiten zu lang, außer eine. Sah scheiße aus. Anstatt ich die eine Seite länger mache, mache ich die 3 Seiten kürzer. Ja, 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 ja. War ein Genie am Werk, weißt du? Du bist kein Genie. Aber ja auch Ironie. Trotzdem bist du keins. Boah, das kann doch nie sein hier. Doch. Ich weiß noch nicht, was ich als nächstes bauen soll. Schwer, ein Bordell. Schwer für eine Verschönerung des Turmes hier. Meines Turmes? Ja, dieser Klotz, der hier einfach nur dumm rumsteht. Ja, mein Klotz. Ja, ein bisschen verschönern. Also optisch. Du hast die Etagen hier in deinem Baumhaus nicht gleichmäßig gebaut. Was, nicht gleichmäßig gebaut? Ja, du hättest 3 Etagen bauen sollen. So klettert man von der ersten bis in die zweite ziemlich lang. Boah, wie lange man braucht, um hier runterzukommen. Es ging mir ja nicht darum, das irgendwie gleichmäßig zu machen. Boah. Na dann. Mir ging nur darum, wie viel Holz ich hatte. Na dann. Na 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 na. Treibst du dich denn jetzt wieder rum? Ich mache hier was zu essen. Ich nicht. Damit bin ich irgendwann verhungern. Oh.
Hoffen wir mal, dass die Musik nicht zu laut ist. Ich wäre froh, wenn ich hier gerade mal welche ans Laufen krieg. Ja, du bist ja für heute alles unfähig. Ich komme komm mit diesen Wiedergabelisten nicht klar. Was ist denn daran so schwer? Ja, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. Muss ich jedes Lied einzeln öffnen? Alle markieren? Ja, warte, einen Moment. Ja. Und Auswahl wiedergeben klicken. Rechtsklick, hier steht nur Wiedergabe zur... Oh, hier klettert eine Fliege rum. Zur Windows Media Player Wiedergabeliste hinzufügen, wiedergeben auf, scannen, freigeben, 1000-mal archivieren, senden an, ja, und das war's. Also ich brauche nirgends einen Rechtsklick drauf zu machen. Ich habe das oben im Ordner stehen. Ah, da oben steht Auswahl wiedergeben, alles klar. Ja, 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 ist okay. Ja, ich hab nichts gesagt. Aber wir haben Nacht und ich werde gerade angegriffen, ohne dass ich das mitgekriegt habe. Aber ich bin nicht da, um schlafen gehen zu können. Ah, hier fällt mir alles runter. Boah, was ist heute los mit mir, ey? Ja, dann muss ich einfach lachen. Hört das dazu? Muss ich TeamSpeak mal ein bisschen lauter stellen, als meine Musik ist? Geht mal? Nein. Oh, warte, das war zu laut. Gut. Okay, so ist okay. Mal ein paar Ofenkartoffeln essen. Darfst du das? Ja, egal. Ich hab mich verlaufen. Macht nichts. Oh, ist der Milz angegriffen. Ah, so ein scheiß Mini-Zombie. Huch, weg ist es. Nee, das geht so gar nicht klar. Du bist immer noch zu laut. Mir egal. So, hoffentlich ist das jetzt besser. Hoffentlich nicht. Alter, da lock ich mich ans Spiel, dann werde ich erstmal hier angegriffen, fett. Ich habe ein Häschen geschlachtet. Stolz auf dich. Ich finde es unser Haus nicht mehr, das kann doch nicht wahr sein jetzt. Scheint es schon. Hä? Wo bin ich hier? Keine Ahnung. Ich hab mich verlaufen, das kann doch nicht sein. Hier läuft ein schwarzes Schaf rum. Ich muss also in der Nähe von unserer Farm sein. Vom Baumhaus. Vom Baumhaus aus immer ein schwarzes Schaf gesehen. Jo, alles klar, ich hab's wieder gefunden. Ich hab einfach. So, dahin muss ich. Ja, ich bin wieder da. Ich hab's gefunden. Schon traurig. Hat die GEMA deine Videos noch nicht gesperrt? Was denn? Wegen was denn? Wegen deiner Musik. Ja, warum sollte die? Ja, weiß ich nicht, wenn deine Musik Copyright hat. Hat sie ja nicht, habe ich mich darum gekümmert. Du kannst ja extra copyrightfreie Musik runterladen.
Auf YouTube. Ja. Ja, ich hab ja. Ich höre ja sowas nicht unbedingt wie du. Deswegen weiß ich das nicht. Meine Lieder könnte man definitiv nicht abspielen. Was ich lustig fand, war Blue Tasty. Tasty Blue. Ja genau, Tasty Blue. Hat Lieder da mit Drittanbietern irgendwas. Darf dieser also nicht mit Werbung versehen, weil ich ja eh nicht mache. Aber spiele das eine Video ab, da ist Werbung drin, obwohl keine Werbung drin sein sollte. Ist automatisch Werbung drin. Ja, ja. Darf aber keine drin sein. Laut YouTube. Aber die haben Werbung reingemacht. Ja, ist ja egal. Ohne meines Wissens. Ach, du hast Werbung auf deinem Video? Nein, eben nicht. Ja, es ist Video auf meine Werbung, es ist eine Werbung auf meinem Video drauf, obwohl ich das nicht eingestellt habe. Und obwohl da eigentlich gar keine Werbung drauf geht. Dafür kriegst du eigentlich Kohle, ne? Wenn einer draufklickt. Wenn ihr einer draufklickt. Ja. Ja. Soll ich 10-mal draufklicken? Ist gespeichert. Sie sehen das ja. Soll ich 20-mal draufklicken? Wow. Kriegst du einen Cent. Glückwunsch. Den gebe ich dir dann morgen in der Schule. Naja, vielleicht kriegst du da irgendwann noch so 1 Milliarden Zuschauer. Naja, Milliarden jetzt nicht, aber... So, jetzt muss ich aber langsam wieder zur Sache kommen, ey. Ich bin total durch den Wind. Ja, ja. Kommt denn Schwarzpulver hin? Keine, Tiernahrung wollte ich gerade sagen. Monsterkiste. Hinten links. Du wolltest mir übrigens, das ist zwar jetzt unpassend, ich sag, aber heute noch einen Link schicken. Genau! Ja. Zwei sogar. Ja, ich weiß jetzt nur noch von einem. Ich habe übrigens einen Tropenbaumsetzling. Soll ich den irgendwo hinsetzen oder brauchst du den nicht mehr? Wir haben eine Tropenholztruhe hinten links, an der linken Wand. Ja, ich lese schon. Da kannst du reintun. Und wenn der Timer gleich vorbei ist, ob ich euch bis dahin dran gedacht oder ich mache jetzt mal kurz YouTube. Dann haben wir was zu lachen oder was? So, ja, ich habe das in YouTube schon mal geöffnet, dass ich das gleich direkt sehe. Kann ich einen verzauberten Bogen mit einem normalen reparieren? Ja, dann hast du aber keinen normalen Bogen mehr. Doch, ja, das ist mir du klar. Du hast dann keinen verzauberten Bogen mehr. Du musst das machen in der stimmt. In dem Ding da, in dem Amboss musst du das drin machen. Das kostet. Wie kann ich den reparieren? Weil Klaus ist gleich kaputt. Das kostet dann aber Level, ne? Die ist mir wurscht. Ja, aber ich wollte so sagen, im Amboss machst du halt den verzauberten Bogen rein und den normalen Bogen. Dann müsste das ein verzauberter ja, Bogen stimmt, bleiben. Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Und er heißt sogar weiterhin Klaus. Klaus, Klaus, Klaus. Jawohl. Aber der war schon auf Rot runter, da hatte ich keine Lust drauf jetzt. Und der ist schön verzaubert. Mit Haltbarkeit ist er schon rot geworden. Tja, Haltbarkeit bringt halt nicht wirklich viel Haltbarkeit, ne? Ja, Haltbarkeit 3 ist das. Ja, bringt anscheinend nicht viel auf den Bogen. Jetzt ist gerade ziemlich unnötig. Und Stärke. Stärke habe ich auch drauf. Weil, was haben wir jetzt eigentlich vor hier? Wo? Was? Wo? Oder meinst du ja, das allgemein? Hier, Minecraft. Ja, also ich bin gerade unter der Erde unterwegs. Ich habe eine Spitzhacke gemacht, Schaufel gemacht. Achso, du bist in unserer Mine unterwegs, oder? Nee, Schlucht. Nee, ich bin woanders hingelaufen. Weil da unten, da war einiges schon erforscht, bin einfach irgendwo anders hingelaufen. Hab mir eine Höhle gesucht, also so eine kleine Schlucht, die da war, bin ich reingegangen. Jetzt bin ich hier ein bisschen Eisen am holen und Kohle. Aber Lapis Lazuli wäre auch nice. Und was ich sagen wollte, ja. Wir spielen jetzt hier schon seit Minecraft-Zeit über 100 Tagen. Echt? Ja, Minecraft-Zeit. Also hier. Viele Folgen sind es aber noch nicht auf YouTube.
Ja, weil ja immer wieder zwischendurch Pausen waren, ne? Ja, nee, aber auch weil in einer Folge über einen Tag mal vorbeigeht, ne? Wenn wir schlafen gehen oder sowas, Ach geht der Tag so. mal schneller vorbei. Überspringen wir die Nacht und sowas. Ach so, das meintest du. Ich dachte, Ja. du meinst jetzt insgesamt, seitdem wir das aufnehmen. Nee. Wo kann man das denn sehen? Bei F3. Ja, wo steht denn das da? Ich habe das ja schon Unten offen. das letzte müsste das sein. Da steht dann 100. Day 103, stimmt. Ja, 103. Cool. Auch interessant, aber. Also nicht wichtig. Interessant schon, aber. So, ich bräuchte mal ein paar Blöcke. Ich will diese scheiß Leitern da jetzt mal in dem Turm wegmachen. Haben wir noch Kartoffeln irgendwo angepflanzt? Ja. Wir Habe haben keine ich. Kartoffeln mehr. Ich weiß, ich habe die eben alle in den Ofen geschmissen. Ich habe neue gepflanzt gehabt. Wow. Ist einfach ein Creeper hier gespawnt, ey. Ist ja gerade noch so eine Fackel hingeworfen, ey. Spawnt hier einfach der Wichser. Geht der Timer alle 20 Minuten los? Ja, ich habe auf 20 Minuten eingestellt. Ist auf deinem Handy eingestellt, oder? Ja. Oh, ein Creeper. Oh, sogar drei Creeper in der fucking Höhle. Wollen die verarschen? Toll, der. Weggesprengt, Weggesprengt. ey. Ja. Kängurus. Wow, das ist ja noch einer. Wollen die mich Voll verarschen? weggesprengt. Ja. Es explodieren natürlich auch noch. So, wenigstens einen konnte ich meiner eigenen Hand killen. Glück auf. Nee, ich bin vom Turm gefallen. Na, schade. Haben Löcher in unserer. Egal. Uns wird es niemals an Papier mangeln, ist dir das klar? Dank meinem hervorragenden Anbau an Zuckerrohr. Glückwunsch. Jetzt haut das alles ab, verwandelt das in Papier, macht daraus überall Bücher und haben wir Papiermangel. Ja, aber die wachsen ja immer nach. Ja, wenn ich es ja komplett wegmache. Ja, dann bist du ein Arschloch. Ja, das weiß ich, dass ich das bin, aber. Muss dieses, diese, diesen Ruf muss ich ja irgendwie ausnutzen, weißt du? Naja. Das Leben wäre ja langweilig, wenn man kein Arschloch wäre, oder? Ja, stimmt auch wieder. Sag Kronewald sich auch jeden Morgen. Ja, wenn er morgens um 5 Uhr aufsteht. Wenn er in den Spiegel guckt. Ja, genau, und dann denkt, jetzt soll ich meine Kinder wecken oder nicht? Und dann sagt er sich das. Ach, was wär das Leben schon, wenn ich kein Arschloch wäre? Und dann läuft er da rein, weißt du, mit so einer Kettensäge. Ja. Jeden Morgen, ey. Ja. Man sollte den Spruch eben auf dem Schülerparkplatz, da du hast doch ein Auto. Ich habe mein Auto noch nicht zur dritten Stunde dabei. Wo soll ich denn da einen Parkplatz finden? Ja, irgendwo auf der Straße findest du immer einen Parkplatz. Ja, aber ich stelle mich auf die Straße, habe schon zwei Strafzettel für bekommen. Ja, was kann ich dafür, dass du so scheiße parkst? Nö, einmal Parkscheibe vergessen, einmal zu lang gestanden. Ja, was kann ich dafür, dass du so scheiße parkst? Du, Das nix, das geht da nicht. gibt's genug Parkplätze, wo du den ganzen Tag stehen kannst. Ja, nee. Wo Doch. denn? Ja, Wo denn da? überall. Tobias steht auch immer überall. Läuft auch immer noch kaum wie viele Meter bis zur Schule.
Ja, toll. Nee, das sehe ich erst recht nicht ein. Da kann ich auch direkt zu Fuß latschen. Ja, kannst direkt mit dem Bus zur Schule kommen, ne? Ja, was mache ich denn? Geht schneller, ne? Was mache ich denn? Jetzt ist Als doch mit dem. egal. Oh, Timer. Ich habe ja, ich höre. Echt? Ja, ich habe ihn gehört. So ein richtig komisches Piepsen. Ja, Naja, gut, ich dann starte mal die nächste Folge. Warte, darf ich das mit dem Timer ausmachen, ey? So, und dann Aufnahme beenden. So, Mann. Das ist ja gut, Zicke.